Yo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil des FAQs. Im Hintergrund seht ihr, wie auch im ersten Teil, geht es weiter mit dem Warm-up, sage ich mal, auf einen frei für alle Server, wo ich gegen ziemlich harte Tryhards ein bisschen aufs Maul bekomme. Aber wenn ihr genauer hinguckt, seht ihr auch, wie ich vielleicht den einen oder anderen One-Tap wegklick. Ja, und dann beantworten wir jetzt hier auch noch die restlichen Fragen, was noch über sind. Und dann fangen wir jetzt auch schon mit einer Frage an, die was ich ziemlich häufig gefragt worden bin. Und zwar war die Frage, streamst du auch? Beziehungsweise war die Frage, wenn du das mit dem Streamen versuchen würdest, wäre es auf jeden Fall mega geil. Bitte versuch zu streamen oder spiele zumindest mal mit ein paar Abonnenten, wäre nice. Almo, warum streamst du eigentlich nicht? Streamst du auch? Fang mal an zu streamen. Streamst du auch Twitch? Und nein, Boys, ich streame derzeit nicht auf Twitch. Es kann sein, dass ich das demnächst mal anfangen werde, nur muss ich jetzt mal gucken, wie das abläuft, weil ich, falls ihr da halt mal genauer sehen könnt, ich befinde mich in meinem Aufnahmestudio im Keller und das Internet ist hier unten nicht so on fleek. Ich habe zwar eine gute Leitung, nur ich habe keine Breitbandverbindung. Ich habe so eine Art WebQ hier am Fenster stehen, also eigentlich über mir, nur da hinten, und hat eigentlich eine ziemlich gute Verbindung, nur weil das Ding ist halt, ich sitze hier im Keller und die Verbindung ist halt jetzt nicht so gut, weil es ist ja eine drahtlose Verbindung und durch die 30 Zentimeter, oh, war ich richtig. Oder keine Ahnung, wie dick die Wand ist, keine Ahnung, auf jeden Fall kommt das Signal nur gering durch. Es reicht, um gut Matchmaking zu ballen, beziehungsweise es reicht für die 64 Tick-Server, was man hat, für die Matchmaking zu spielen. Und ob es dann auch für Streamen reicht, weiß ich nicht, Boys. Da muss ich mal gucken, mal einen Teststream machen. Auf jeden Fall, das würde mich schon interessieren, da mal auf Twitch ein bisschen aktiver zu werden. Aber das könnte man als Neujahrsvorsatz vielleicht mal anlegen. Auf jeden Fall, wenn ich auf Twitch stream, selbst ihr Boys, ja, werde ich euch darüber informieren. Und ansonsten, wenn nicht, dann nicht. So einfach ist es. So, und dann, was ich auch ziemlich oft gefragt worden bin, ob ich mit Abonnenten, beziehungsweise mit Zuschauern oder Followern oder mit, was weiß ich noch, nicht allem spiele. Normalerweise, jein, also ich spiele schon hin und wieder mit Abonnenten von mir, nur in letzter Zeit werde ich einfach wirklich zu oft gefragt. Deswegen sage ich einfach mal nein. Also ich mache mir jetzt nichts mit Abonnenten aus oder so, ja boah, das spielen. Kann schon sein, dass wenn ich sage, okay, ich habe jetzt Bock zu spielen und ich habe gerade kein Mates, der was online ist, und bevor ich jetzt halt wieder ein Solo-Queue rein-Queue, lade ich halt gerade wen ein. Auf jeden Fall, wenn ihr mit mir mal spielen wollt, schaut einfach, dass ihr in meiner Steam-Gruppe seid, und wenn ihr dann mal Glück habt, werdet ihr mal eingeladen, und wenn nicht, dann nicht, aber es geht ansonsten nicht, weil ich... Momentan sind es schon zu viele Boys, die was mit mir spielen wollen, und... Ja, also wenn ihr Glück habt, wird der Tag mal kommen und ihr werdet bei mir mitspielen. Wobei, wenn ich mir gerade so recht überlege, wenn ich halt streame, könnte ich da öfters ein bisschen so, ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Aber wie gesagt, macht euch da nicht allzu viele Hoffnungen. Wenn ich euch einlade, dann habt ihr Glück, wenn nicht, dann nicht. Ja, so ist das. So, nicht anders. So, die nächste Frage wäre von Fuckwiss. Oder wie man das genau ausspricht, keine Ahnung. Ich gewinne E-Locker Kappa. Eine Frage, die mich schon länger interessiert. Für was steht dein Profilbild? Beim Profilbild hat so einfach eigentlich keine genauere Bedeutung. Es ist im Prinzip nur das O von Almo. Wenn man das halt Profilbild mit dem Banner von YouTube vergleicht, dann sieht er halt, ja, es ist dasselbe O. Es hat an sich keine genauere Bedeutung. Ich finde das einfach nur... Es sieht nice aus. Es ist ein nices Logo, finde ich. So, die nächste Frage wäre dann von Luke HD. Machst du auch sowas wie Fan-Treffen? Also jetzt mit meiner Reichweite, glaube ich, wäre das ein bisschen sinnlos, hier ein Fan-Treffen zu machen. Ich meine,
kann sein, dass man mich mal vielleicht wo trifft, wie Game City. Vielleicht schaue ich nächstes Jahr auf die Gamescom nach Köln oder so, oder so, dass ich jetzt wirklich so eine Art Fan-Treffen mache, das wäre, glaube ich, ziemlich lame. Fake-E-Mail fragt, machst du auch mal Spiele-Giveaway? Nö, mache ich nicht. Wenn ich was für Giveaway, dann nur CSGO-Skins, weil das halt auch ein CSGO-Kanal ist. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass ich von irgendwelchen Publishern da mal angeschrieben werde, ob ich da nicht irgendwelche Spiele von denen vergeben möchte, dann kann ich das natürlich mal machen, oder wenn sich irgendwas ergibt. Klar. Nur wenn ich, sage ich mal, irgendwelche Spiele im Steam-Inventar habe, die ich nicht brauche und sozusagen per Giveaway, dann klatsche ich die mehr oder weniger und auch zu einem CSGO-Giveaway on top dann noch als Preis dazu. Aber dass ich jetzt extra Spiele-Giveaways mache, das wird es für mich hier nicht geben. Oder vielleicht, ich meine, sag niemals nie. Boys, Alter. Kann ja mal kommen, oder? Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch eine Frage von Sagabend. Hi, bin neu hier. Finde deine Videos nice. Bist du Österreicher? Erstmal danke, dass du meine Videos nice findest. Ich tue mein Bestes. Oder ich versuche mein Bestes zu geben. Ja, ich bin Österreicher. Der eine oder andere hört es vielleicht auch raus. So, die nächste Frage wäre dann von Morg. Was ist deine Lieblingsserie zurzeit, falls du welche guckst? Am momentan bin ich nicht am Serien schauen, nur, also, ja, nicht aktiv. Ich, klar gucke ich Serien, nur momentan schaue ich halt selber nicht, weil ich warte halt jetzt auf neue Staffeln von vielen Serien. Unter anderem, weiß nicht, ob ihr die ganzen Serien kennt, ich warte auf eine neue Staffel von The Royals, dann eine Shameless, Mr. Robot. Was haben wir noch? Orange is the New Black ist auch eine sehr gute Serie, wo ich auf die kommende Staffel warte. Rick and Morty wäre noch Chilling Adventures of Sabrina. Das ist eine neue Serie auf Netflix, also neu ist seit Oktober mit dabei. Aber ja, gibt es jetzt leider auch nur eine erste Staffel. Sonst bin ich derzeit nicht so der Seriengucker, weil ich möchte da nicht so viele Serien anfangen und dann, okay, warte mal, wann kommt jetzt wo eine neue Staffel und dann komme ich dann auch durcheinander und das habe ich keinen Bock. So Jungs, das waren die am häufigsten gestellten Fragen in den letzten paar Wochen an mich. Wenn ihr, wie gesagt, noch Fragen habt, könnt ihr sie mir auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich hier nochmal sowas in der Art wie das hier, so ein FAQ, wo ich halt dann die Fragen nochmal beantworte, beziehungsweise einfach auf eure Fragen eingehe. Wenn es halt jetzt nicht allzu viele Fragen sind, kann ich die halt dann auch so in die Kommentare beantworten. Ist ja kein Ding. So, dann war es dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Jungs, ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Support, über jeden einzelnen Daumen nach oben und über jedes einzelne Kommentar. Wie gesagt, falls ihr noch jemand Fragen hat, kann sie mir gerne in die Kommentare stellen. Ich beantworte sie euch entweder gleich in den Kommentaren oder vielleicht auch mal wieder in einem FAQ wie diesem hier. Wer weiß, wer weiß. Dann sage ich euch noch Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.